Dr. Thatcher? Data, was ist passiert? Sie wurden von den Borg gefangen genommen und werden in einem Eindämmungsfeld im Inneren des Kubus festgehalten. Die anderen scheinen sich ganz in ihrer Nähe zu befinden. Sie sollten sie mit ihrem Hypospray wieder auf die Beine bringen können. Allerdings hindern uns die elektromagnetischen Schilde daran, sie herauszubeamen. Sie müssen den Rest des Teams ausfindig machen und 3 der lokalen Energieknoten deaktivieren. Danach können wir sie aus dem Kubus beamen. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Away Team. Wir müssen uns ranhalten. Ich glaube, ich bin sogar zu langsam jetzt gewesen. Mal gucken, ob das Kraftfeld lang genug offen bleibt. Ansonsten müssen wir halt noch eine Runde abwarten. Glück gehabt. Die Mission hier ist ganz schön knifflig, wenn ich ehrlich bin. Also wenn so ein Borg im Regenerationsmodus... Warum ruckelt denn das jetzt so? Wenn so ein Borg im Regenerationsmodus ist, dann kann ich den... Wo bin ich? Wir wurden von dem Borg gefangen genommen. Wir müssen den Rest des Away-Teams finden und die Energieknoten abschalten. Danach kann uns Commander Data zurück auf die Incursion beamen. Borg-Kuben sind so erdrückend. Keine Pflanzen, keine Bäume, keine frische Luft. Alles hier ist so synthetisch. Führen wir den Einsatz schnell zu Ende, damit wir diesen Ort verlassen können. Ja, genau. Was ich erzählen wollte. Die Mission hier ist nicht ganz einfach. Die ist recht knifflig, weil wir keine Waffen haben. Unsere einzige Waffe ist dieser scheiß Neuraldisruptor und ein paar EMP-Granaten, die wir aufsammeln können. Das heißt, wir werden versuchen, die Borg weitestgehend zu umgehen. Ich hoffe, dass ich diesen Einsatz zügig fertig bekomme, ohne Fehler zu machen. Ich werde viel speichern und wahrscheinlich auch viel laden. So, boah. Jetzt lassen wir den, jetzt lassen wir Iraxis erstmal das Ding hier ausmachen. Shayla. Ich lebe, um zu helfen. Hierher. Braxton heilen. Dem Wort eines Bullianers kann man glauben. Du hebst die EMP-Granate auf. Und jetzt alle Mann hier oben hin. Wir müssen es erstmal vor einer Borg-Drohne verstecken und speichern nicht vergessen. So, wenn der wieder in seinem Alkoven ist, können wir abdüsen. Und der muss auch in seinen Alkoven. Und dann hoffe ich, dass hier unten jetzt keiner steht. So. Stehen wir auf Rennen. Pause mal eben kurz. Ich vermisse hier eine Borg-Drohne. Ich vermisse eine der Borg-Drohnen. Das gefällt mir nicht, dass ich eine dieser Borg-Drohnen nicht sehen kann. Schade, dass ich die Karte nicht drehen kann. Ich glaube nicht, der steht hier unten irgendwo rum. Ich speichere jetzt eben ab und dann probiere ich es aus. Wenn es nicht funktioniert, dann ja, habe ich Pech gehabt. Laufen! Nicht stehen bleiben! Weiter, 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 weiter! Ich bin getroffen! Weiter! Ja, okay, das war scheiße. Ich bin getroffen! Okay, das war dumm. Ich lade das Ganze nochmal. Wo war denn der? Ach, da ist dieser beschädigte. Ja, das war genau der, den ich meinte. Okay. Dann warte ich hier nochmal eine weitere Runde ab. Wie spät ist denn das jetzt? Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch, bevor ich los muss. Vielleicht schaffe ich den Einsatz in der Zeit sogar noch. Wäre irgendwie schon geil, wenn dieser scheiß Borg hier unten verschwinden würde. Okay, hier ist der. Der muss ja auch möglichst weit weg sein dann. Hier hinten darf nämlich keiner sein, von daher muss ich im Endeffekt sogar warten, bis der hier auch in seinem Alkoven steht. Dann kann ich nämlich einfach vor denen wegrennen. Ich bin ja viel schneller als diese lahmarschigen Borg-Drohnen. Dann muss ich hier oben rein, die Hypospray-Patronen und die scheiß Granate holen. Na, verschwindet der da unten nicht? Das ist scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Übrigens wäre es sinnlos zu versuchen, jetzt schon Shinjin Kirk zu retten. Denn der Kerl hat keine Waffen. Keiner von uns hat Waffen. Das ist das Problem einer ganzen Mission. So, wo ist jetzt der andere Bogenlauer? Jetzt rennt er da hinten rein, wo ich genau hin möchte. Ah, ist das schlimm. Das ist gerade alles ein wenig ungeil.
Der muss sich auch verziehen hier. Los. Ich werde angegriffen. Ah, Scheiße. Ich werde angegriffen. Ja, super. Ich bin getroffen. Nochmal. Machen wir das mal anders. Widerstand ist zwecklos. Wir sind ich werde angegriffen. Oh je. Shayla, wo bist du? Ja, Sir. Setz mal deinen Neuralisruptor auf ihn hier ein. Jetzt alle mal hier hoch. Ich bin getroffen. Jo, ist mir klar, ist mir klar, ist mir klar. Iraxis. Selbstverständlich. Hier aufmachen. Bestätigt. Shayla, Hypospray-Patronen einsammeln. Was ist das hier? Iraxis, EMP-Dingsbums einsammeln. Shayla, ja, Sir. Hypospray auf Braxen. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ich habe noch 2 Schuss jetzt in dem Ding. Und die Drohnen folgen mir. Das ist nicht gut. Das heißt, ich habe hier... Oh Gott. Das heißt, ich habe... Hier oben sehe ich eine Drohne. Und hier ist noch eine. Das heißt... ganze Team. Da ist auch noch eine Drohne. Hierher erstmal mit dem ganzen Team. Oh, da ist noch einer. Shit. Du, dorthin. Die Wissenschaft wird du, den hier abschalten. Widerstand ist zwecklos. So, schnell weg hier. Oh, oh. Oh je, das ist jetzt gerade nicht gut. Shayla? Sofort zur Stelle. Hypospray auf Braxen. Jetzt. Du, den hier umklatschen. Du, diesen hier deaktivieren. Und du, Techniker einsatzbereit. Den hier deaktivieren. So. Ich bin getroffen. Und dann du hinterher. So, schnell. Oh, 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 oh. Das geht ja echt schon mal. Speichern wir das Ganze mal. So, jetzt. Du nimmst den neuralen Dingsbums. Na. Die Wissenschaft wird uns leiden. Du nimmst die EMP-Granate auf. Jetzt kommt erstmal alle hierher. So, ich hoffe, die kommen jetzt nicht weit genug rein. Das Tarnarmband wäre jetzt so cool. Ehrlich gesagt. Okay, der bleibt hier stehen. Das ist gut. Und die Drohnen rennen... Also wenn die sich hier jetzt festsetzen, wäre das natürlich auch ziemlich geil. Die kann hier gerne den Rest der Mission so rumlaufen. Habe ich die schon gespeichert? Jetzt ja. So, gucken wir mal ganz kurz. Wo haben wir die nächsten? Wie viele Schuss habe ich jetzt noch? Ich habe noch 3. Das ist eigentlich zu wenig. Ich überlege, eine Drohne hier, eine Drohne dort, eine Drohne hier. Das sind 3. Plus gegebenenfalls eine 4., wenn die hier jetzt auch noch herumläuft. Der da hinten noch doof rum. Stört mich ehrlich gesagt weniger. Hierher. Steckt euch mal hier drüben. Steht hier oben immer noch rum. Gut, da oben kommt auch nichts. Sehr gut. Oh, oh, die kommen zu zweit. Das gefällt mir nicht. Bitte dreh dich um. Gut, danke. Und die steht hier... Oh, die ist hier an der Wand gefangen. Das ist super. Das ist echt super.
Okay. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, sich hinter den beiden Drohnen einfach herzuschleichen. Die da oben sieht mich dann nämlich nicht. Die geht ja hier rein. Okay, dann werde ich mich gleich um diesen hier zuerst kümmern. Der muss aus dem Weg geräumt werden. Dann muss ich den hier holen, und zwar ohne den da hinten zu alarmieren. Denn der ist beschäftigt, der kann mich nicht sehen. Und solange der dagegen rennt, kommt er hier auch nicht her. Ah, jetzt kommt er da schon wieder angelaufen. Das finde ich suberfreulich, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr gefährlich, was ich hier mache, ehrlich gesagt. Extrem gefährlich, was ich hier mache. Oh oh. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, Jungs. Ich glaube, ich verteile lieber mit dem Hypospray nochmal. An sie selbst. Fällt ihr abschalten? Scheiße! Weg hier! Sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. So, schnell rein hier. Schalt das Ding ab. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und weg. Oh shit, da ist eine Drohne. Oh kacke, der ist rausgekommen. Fuck. Okay, ich überlege gerade, was mache ich jetzt am dümmsten? Das sind zu viele. 1, 2, 3 Stück sind zu viel. Andererseits, ich habe noch 3 Neuraldisruptoren, ne? Ich meine, hier läuft ja irgendwo noch so eine kaputte Drohne rum. So, dann kriegt sie einen ab. Sie einen ab. Und dann laufen wir mal drauf los. Oh, shit. Oh, jetzt kommen die da alle angeeiert. Das ganze Team hierhin. Shayla. Dorthin. Ich bin getroffen. Und dann werfe ich jetzt noch meine letzte EMP-Granate. Hierhin. Shayla. Hypo auf Braxton. Ich werde angegriffen. Und jetzt laufen. Renn schnell. Ich hab's fast geschafft, fast geschafft, fast geschafft. Fast geschafft. So. Raxis. Dem Wort eines Bullianers kann man glauben. Dahin. Natürlich. Braxton hier oben hin. Noch nichts tun. Und Shayla. Bestätigt. Du heilst ihn hier. Alle Mann da? Okay, jetzt schnell. Mach das Ding auf. Und jetzt bin ich uns an Bord. Oh, was für ein Glück. Geschafft, geschafft, geschafft. Super. Na, das ging ja nochmal gut. Okay. Captain, wir verlassen den Sektor mit Warpfaktor 6. Die Borg lassen sich zurückfallen und scheinen die Verfolgung aufzugeben. Seltsam. Die Borg sind nicht gerade bekannt für ihre Nachsicht. Warum haben die uns davonkommen lassen? Captain, ich konnte einige hilfreiche Informationen auf dem Borg-Kubus gewinnen. Die Scans zeigen ein umfassendes internes Trauma, das durch einen Konflikt zwischen den mikroskopischen Naniten und dem Körper der Borg verursacht wird. Die Naniten des Immunsystems der Borg bekämpfen ein System fremder Naniten. Und es sieht aus, als würden die Borg verlieren. Ich glaube fast, die Seuche der Aufseher ist ein modifiziertes Borg-System, das seinen Wirt kontrolliert. Wenn die Aufseher Borg-Technologie verwenden, um ihre Seuche zu verbreiten, würde das erklären, weshalb wir solche Schwierigkeiten hatten, sie zu diagnostizieren.
Die Borg müssen ein Serum entwickelt haben, um die Seuche der Aufseher zu bekämpfen. Vermutlich können sie es nicht bei sich selbst anwenden, da es einen Konflikt mit den Borg-Systemen verursacht. Danke. Jetzt wissen wir zumindest, womit wir es zu tun haben. Ja, jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Genauso ist es. Ja, also die Mission sah jetzt für euch vielleicht einfacher aus, als sie in Wirklichkeit war. Die ist schon recht knackig, allein schon deshalb, wenn man keine Waffen hat und die einzige Möglichkeit, einen Borg auszuschalten, der Neuraldisruptor ist. Zum Glück sind die Borg extrem langsam, das heißt, man kann die meisten Wachen umgehen. Aber ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir mit dem Borg zu tun haben. Naja, okay, ich weiß es besser, wir werden noch öfter mit dem Borg zusammentreffen, aber zumindest jetzt ist erstmal Schluss damit. Und beim nächsten Mal werden wir erfahren, wie es mit der Story um die Aufseher und den Planeten weitergeht, bei Let's Play Star Trek Away Team. Bis dann.